Ich habe jetzt mal, ich muss ein bisschen leiser reden, das ist nämlich sehr, sehr früh am Morgen. Hier seht ihr das Ärmelbündchen und dann hier, ich gehe da mal mit den Füßen drauf, hier ist das Rückenteil nach oben geklappt und hier vorne das Vorderteil und hier ist jetzt der Ausschnitt. Und ich bin jetzt an der Stelle, wo ich jetzt wieder zunehmen muss. Und dann, also hier zunehmen und dann verbinde ich gleich diese beiden Teile wieder miteinander und stricke dann die Schulter weiter. Und verbreitere dann so natürlich das Hinterteil, also Rückenteil und das Vorderteil. So ist die Art und Weise von diesem... oh mein Gott, wie heißt er jetzt nochmal? Fledermauspulli. Beziehungsweise, ich mache ein Kleid raus. Aber erstmal schauen, dass wir jetzt den Halsausschnitt vernünftig hinkriegen. Ich wollte es euch halt nur mal zeigen. Und bitte, eben bei den Abnahmen, wenn ihr die Abnahmen gemacht habt, dann bitte gerade ohne Abnahmen weiter breit, also auf die Breite stricken. Habe ich nämlich eben vergessen zu sagen. Nicht mehr abnehmen. Es sind nur drei Abnahmen an der vorderen, also am Vorderteil. Ja? Und jetzt nehmen wir wieder zu dreimal. Und das machen wir jetzt mal dann zusammen. Moment. Da bin ich wieder. So. Wo war ich denn jetzt hier? Da war ich. Jetzt muss ich erstmal wieder alles, nee, das Hinterteil. So. Wir sind jetzt also Innenseite, Halsausschnitt vorne. Hier. Wir sind quasi jetzt hier, ja, oder weil ich die ganze Zeit von da nach da gezeigt habe, sind wir jetzt hier. Ja, an der Stelle sind wir jetzt. Da, Hals, Ausschnitt. Und da müssen wir jetzt Zunahmen machen. Wir haben ja eben Abnahmen gemacht. Jetzt müssen wir Zunahmen machen. Geht ganz einfach. Wie eben auch die rechte Masche auch einfach rechts stricken. Und dann nehme ich jetzt aus diesem, hier liegt so ein Knoten drüber, so waagerecht über dieser Masche. Wartet mal, ich versuche euch das mal ein bisschen besser zu zeigen, damit ihr das kapiert, was ich meine. Moment. Das Ding meine ich hier. Aus dem Knoten hier, aus dem waagerechten Faden, hole ich mir jetzt von unten nach oben durchgestochen eine weitere Masche. Und nur damit ihr das jetzt mal gesehen habt, weil leider spiegelverkehrt, da könnt ihr erstmal nichts sehen. Also von unten nach oben mit der Nadel durch. Faden holen, zu euch hinziehen, wieder eine Masche zugenommen. Und die eigentliche Masche, aus der wir gerade eine zugenommen haben, auch nochmal rechts abstricken. Eine Zunahme. Und das stricken wir jetzt weiter, bis die Reihe beendet ist. Wenden dann. Stricken wieder rüber, das ist die Rückreihe.
gleich mal aufschreiben, was ich jetzt hier gemacht habe, dass ich jetzt eine Zunahme gemacht habe. Sonst weiß ich. Ich bin also jetzt 7 Reihen vor Ende. Nicht 6, sondern 7 Reihen, aber das macht nichts, weil die eine Reihe, die kommt gleich bei den, zuletzt bei den 2 Reihen dann dazu. Wir haben ja bei den Abnahmen auch erstmal 2 Reihen gestrickt ohne Abnahme. Und so machen wir es bei den Zunahmen jetzt genauso. Wir stricken erstmal die Zunahmen fertig und dann noch 2 Reihen Hin- und Rückreihe dazu. Muss ja auch gleichmäßig sein. Hier hat sich wieder ein Fehler eingeschlichen. Oder auch nicht. Die Maschen waren nur komisch übereinander. Ich mache mal eben hier meine Zunahmestelle, damit ich das weiß. Das ist aber auch ein langer Schlags hier. Ich gehe mal davon aus, dass ich von der Länge her gar nicht mal mehr so viel dazu nehmen brauche. Also noch mehr Länge dann, weil ich das ja ganz gerne ganz lang haben will. Bis kurz übers Knie. Zumindest bis kurz vorm Knie. So, Hinreihe gleich beendet mit den Zunahmen. War klar, die 3 Maschen, die wir eben abgenommen haben, damit es hier besser sitzt, müssen wir ja auch wieder auf der anderen Seite jetzt auf diese Seite zunehmen, ne? Damit wir wieder auf die Maschenanzahl kommen, die wir dann gleich wieder für die Schulter hier, nee, da. Abbrauchen. Ja, das Knäuel neigt sich so langsam. Ja, ist noch ein bisschen was drauf, aber habe ich gut runtergearbeitet. So. Jetzt sind wir unten sozusagen. Ja, wir sind unten am Pullover. Ich mache mal eben schnell meine Reihe auf. Jetzt geht's zurück. Wieder hin zum Halsausschnitt. Und ich denke mal, die zweite Zunahme könnt ihr auch ohne mich alleine machen. Ich habe es euch jetzt gerade gezeigt, wie es funktioniert. Einfach im Video zurückspulen, dann wisst ihr es auch. Dann kann ich nämlich jetzt mit meine 2 Zunahmen noch alleine arbeiten und melde mich dann gleich wieder, wenn es zum Verbinden wieder, wenn die 2 Teile wieder verbunden werden miteinander. Rück- und Vorderteil. Das heißt, dass ihr wisst ja jetzt, wie es geht. Und wie gesagt, wenn ihr dann oben angekommen seid, wenn ihr die 3 Zunahmen gemacht habt, dann, also Zunahme,
bis zum reinen Ende stricken. Wenden wieder hin bis zum Halsausschnitt, da wo die Zunahme dann stattfindet. Die Reihe, Rückreihe dann bis zum Ende, bis der Halsausschnitt da ist, stricken, wieder wenden und dann erst die Zunahme machen. Also erst Zunahme, stricken bis zum Ende, wenden, stricken, wenden, Zunahme machen. Das dann eben halt dreimal. Einmal haben wir jetzt hier gemacht. Gleich kommt das zweite Mal. Dann noch einmal und dann kommen nochmal, wenn ihr die Zunahme gemacht habt, die drei Stück, dann kommen nochmal zwei Reihen, eine Hinreihe, eine Rückreihe dazu, weil ihr müsst ja dann so auskommen, ihr müsst zum Halsausschnitt hin auskommen, weil ihr müsst dann ja wieder verbinden. Dann braucht man nämlich einmal, also ich habe es auf zwei Rundstrick gemacht. Dann brauchen wir nur noch eine Rundstricknadel. Klar. Wenn wir es verbunden haben, braucht man nur noch eine Rundstricknadel statt zwei. Haben wir ja eben die ganze Zeit auch so gearbeitet. So, mein Weg ist noch ein bisschen lang hier bis zum reinen Ende. Ihr wisst Bescheid. Ich habe es euch jetzt erklärt. Zunahme stricken bis zum reinen Ende, wenden bis zum reinen Ende, Halsausschnitt stricken, wieder wenden, Zunahme machen und das war dann ja dann noch einmal, ne? Zunahme bis zum reinen Ende stricken, wenden bis zum Halsausschnitt hin stricken, wieder wenden und Zunahme machen. Bis dann.